Zeit ist ganz kurz und die Typen zu blau schicken Leute in den Bau fürs Gras auf Wow. Und damit ein herzliches Willkommen auf diesem Kanal. Let it glow, let it glow, let it glow. Junge, seitdem schon wieder Adventskalender in jedem Supermarkt drin sind, habe ich schon wieder Weihnachtsstimmung. Leute, 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 ich lag gestern seelenentspannt in meinem Bett. Dann kommt auf einmal ein Kollege von mir und schickt mir die behindertsten Werbungen auf YouTube, die man sich überhaupt reinziehen kann. Und ich frage mich an der Stelle, was guckst du, dass dir sowas vorgeschlagen wird? Lebst du ein Entenleben? Der große Moment, als ich begriff, dass ich keine Enten. Was? Sherlock, was ein Banger, dieser Satz. Ich werde diesen Satz jetzt öfters bringen in diesem Video. Ihr müsst euch einfach mal vorstellen. Das ist eine erwachsene Frau, eine ältere Dame. Sie sieht aus wie 50, 60, ja? Und sie hat erst jetzt begriffen, dass sie keine Ente ist. Sie sieht sich jeden Tag selber im Spiegel, ja? Mit 40, mit 50 jeden Tag. Boah, Alter, ich bin schon eine geile Ente. Und mit 51 denkt sie sich dann, Alter, warte mal, ich bin ja gar keine Ente. Yeah, no shit, Sherlock. Fühlst du dich auch manchmal wie gefangen in einem Hamsterrad? Immer nur am Rumrennen, To-Dos abarbeiten und alle möglichen Bedürfnisse von allen möglichen Menschen erledigen? Arschgeile Nummer, wirklich. Arschgeile Nummer. Haben sich zwei Frauen dahingestellt vor so einem Schloss, keine Ahnung, ist wahrscheinlich irgend so ein Museum oder sowas, und machen so ein Video. Ey, ich habe begriffen, dass ich keine Ente bin. Oh mein Gott! Das persönlich passiert mir auch wirklich jeden Tag. Ich laufe mit meiner Freundin. Warte, welche Freundin? It's a hard knock. Und dann kommt halt jemand mit dem Lamborghini R8 Aventador an mir vorbei. Und dann frage ich mich auch jedes Mal, was mache ich? Mir einen Job suchen gehen? Wäre vielleicht auch eine Option. Oder einfach weinen. Ihr müsst euch das einfach mal vorstellen. Das ist was skizziert, aber der Typ ist ein erwachsener Mann, ja? Hat Freundin, liegt auf dem Boden. Natürlich fängt er an zu weinen. 1000 Euro im Jahr. Und hier habe ich 12.000 Euro im Jahr. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, welcher eigentlich mein Hauptjob ist. Ja, Mann! Sitze im Mercedes mit der Hand am Sack. Scheiß alle auf euren Job, spielt alle Casino oder was? Ihr müsst euch das einfach mal vorstellen. Da sitzt wieder irgendein erwachsener Mann in seinem Job, ja? Der Chef kommt und sagt, Digga, du musst bis Freitag deine Kacke abgeben, sonst bist du durch. Es ist Donnerstagabend, der Typ hat noch nichts gerissen, ja? Noch gar nichts gemacht. Zweiter Monitor Online-Casino. Dann nochmal, Buch! Und fragt sich, was jetzt sein Hauptberuf ist. Damit habe ich 2000 Euro gemacht und damit 12.000. Hier ist es schwierig. Aber hier ist alles leicht. Ich lasse einen Link da. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Apps aussieht. Ja, Mann, voll einfach, Alter. Geil, Digga. Wenn es ja so einfach wäre. Warum studiere ich eigentlich? Cielen mobilen App 63.580 Euro gewonnen. Er hat gerade die Anwendung auf Facebook heruntergeladen, eine Einzahlung von 10 Euro getätigt und viel Geld gewonnen. 10 Euro, einfach so 10 Euro und dann 63.000 Euro gewonnen. Du hast gewonnen. Vor allem, das macht gar keinen Sinn, Digga. Hier blenden die einfach so einen Clip ein von das Erste, der absolut gar nichts mit dem wirklichen Thema zu tun hat. Ich habe gerade eine Werbung auf Facebook gesehen und die Anwendung auf das Telefon heruntergeladen. Ich selbst habe nicht geglaubt, dass dies möglich ist. Als dies geschah, kannte meine Freude keine Grenzen. Als dies geschah, kannte meine Freude keine Grenzen. Alles klar, Digga. Bist du Dichter von Goethe, von der Faust oder was? Ich habe eine Nachricht über die Gutschrift auf meinem Bankkonto erhalten. Ich habe viel Geld für den Kauf eines Autos ausgegeben. Aber es ist völlig in Ordnung, weil ich weiß, wo ich mehr bekommen kann. Ja, Mann! Ja, Mann, Digga! Ja, klar, Digga! Einmal kurz getwistet und dann hat er sich schon den neuen RS7 oder RS was weiß ich gezogen. Leute, verpassen Sie nicht Ihre Chance. Da merkt man wirklich, die haben wirklich irgendwelche Clips aneinandergereiht, die gar keinen Sinn machen, die komplett unabhängig voneinander sind, neben dem Clip von das Erste, neben dem Clip von irgendeinem Typen, der im Auto ein bisschen Casino spielt, und dann wirklich nehmen die den letzten Clip. Leute. Bei der muss ich echt überlegen, ob sie 15 oder 22 ist. Und damit die nicht komplett reinkacken, jagen die dann noch eine Pause rein. Didi.
Ich weiß gar nicht, was ich bei dieser Werbung sagen soll. Wirklich, Digga. Also, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich wünsche euch